Ja, hallo Leute, hier ist wieder Andy vom EQ-Blog und in diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie wir unseren Linux-Desktop, den ich jetzt hier in meiner virtuellen Maschine laufen habe, funktioniert natürlich aber auch genauso mit ja einem Linux, was einfach auf einem Rechner läuft, freigeben können mit VNC, dass wir das von Windows aus fernsteuern können. Ich habe hier ein Ubuntu installiert, also nicht direkt Ubuntu, sondern ein System, was auf Ubuntu basiert, aber die Vorgehensweise ist da grundsätzlich die gleiche bei allen Ubuntu-Distributionen. Ja, alles gibt es hier nochmal zum Nachlesen auf unserer Webseite. Die ganzen Befehle, die wir jetzt hier eingeben wollen, die könnt ihr hier nochmal in Ruhe nachlesen, falls ich da an irgendeiner Stelle zu schnell bin. Link unterhalb des Videos. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Ja, das erste, was wir machen, ist ein Terminal zu öffnen und dann machen wir sudo apt-get update, um die Paketquellen hier mal zu aktualisieren, bevor wir jetzt hier Software installieren. Das haben wir jetzt hier gemacht. Updates wollen wir jetzt nicht machen und dann installieren wir den Tiger VNC Server. Ich habe das hier mal in die Zwischenablage kopiert. sudo apt-get install Tiger VNC-scraping-server. Das ist die Software, die uns dann erlaubt, den aktuellen Desktop über VNC zu teilen. Wie gesagt, müsst ihr alles nicht abtippen. Schaut einfach auf die Webseite, kopiert euch da die Sachen her, die einzelnen Zeilen. Wir installieren uns diese Software jetzt hier. Man sieht, die ist auch gar nicht besonders groß. Ist sie auch schon installiert. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist die Konfiguration anlegen. Zuerst legen wir ein Konfigurationsverzeichnis für VNC an mit mkdir-p und dann hier VNC. Die Tilde hier, die steht für das Home-Verzeichnis. Da wird dann hier dieser Punkt VNC-Ordner angelegt. Mit Enter bestätigen. Und jetzt müssen wir noch ein Passwort vergeben für VNC. Da gebe ich jetzt VNC-passwd ein. Gebe da ein Passwort ein, mit dem loggen wir uns dann später unter Windows ein. Muss das hier nochmal bestätigen. Und hier können wir noch festlegen, ob das Ganze nur so, ob ich sozusagen das Ganze auch steuern kann oder nur lesend, also nur anschauend zuschauen kann. Ich mache jetzt hier Nein, weil wir wollen das Ganze auch steuern. Und ja, dann ist das Ganze auch schon konfiguriert. Starten wir den Server. Auch hier, der Befehl ist etwas länglich. Einfach kopieren hier x0 VNC Server minus Passwort File, hier die unser VNC Verzeichnis passwd und Display Doppelpunkt 0. Wer das öfter verwendet und nicht immer diesen ganzen Foo hier eingeben möchte, der legt sich da einfach ein Shell Skript an und führt das dann damit aus. Ich bestätige jetzt hier mit Enter und ja, der Server ist jetzt hier gestartet und jetzt wechseln wir zu Windows und stellen dann die Verbindung her. Für den Zugriff aus Windows heraus auf mein Linux-System verwende ich Tide VNC. Den Viewer kann man sich hier herunterladen. Auf der Homepage Link packe ich auch mit denen in den Artikel mit rein. Installiert man sich runter, installiert man einfach. Es reicht, wenn man sich den Viewer installiert. Man braucht nicht den Server. Ich habe das Ganze jetzt hier schon mal gestartet und da gebe ich dann einfach die IP-Adresse von meinem Remote-Host ein. 192.168.1.123 und ganz wichtig hier dieses Doppelpunkt 0. Das Doppelpunkt 0 ist das hier, was wir hier angegeben haben, dass wir hier das Display 0 übertragen. Wer sich jetzt fragt, ja gut, die IP-Adresse, was habe ich denn hier unter meinem Linux für IP-Adresse? Man kann hier einfach eingeben IP, ADDR und dann Show und dann werden hier meine Netzwerkkarten ausgegeben und die IP-Adresse. Da muss ich dann ein bisschen scharf hinschauen und dann sieht man jetzt hier zum Beispiel, hier ist jetzt meine IP-Adresse und die gebe ich jetzt hier mal ein und klicke auf Connect. Und dann gebe ich jetzt das Passwort ein, was wir eben gerade eingegeben haben. Und siehe da, ich bin jetzt hier sozusagen verbunden. Und man sieht, das, was ich jetzt hier mache, passiert dann eben auch auf der richtigen Maschine. Ja, und so könnt ihr das Ganze einrichten, dass ihr den aktuellen Bildschirm von Linux freigebt und mit VNC auf einen anderen Rechner übertragen könnt. Das war's, was ich in dem Tutorial zeigen wollte. Bedanke mich immer fürs Zuschauen. Und wie gesagt, alles gibt's auch nochmal zum Nachlesen unterhalb des Videos. Den Link anklicken, dann kommt ihr zu unserer Homepage. Und da sind dann alle Infos nochmal. In diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Euer Andy vom EQB-Blog.